Jolanda Richter, 1971 geboren, verbrachte ihre ersten Lebensjahre in den Niederlanden und Deutschland, danach in Österreich. Sie studierte bereits mit 17 Jahren das Konzertfach Violoncello an der Musikuniversität Wien. Und habe aber immer gezeichnet, auch beim Unterricht und zwischendurch halt die ganze Zeit habe ich dann meistens meine Kollegen gezeichnet und mein Professor hat das dann mal gesehen und war ganz begeistert. Dann hat er gemeint, wenn er so malen könnte wie ich, würde er sein Cello in die Ecke stellen und nie wieder anrühren und würde Malerei studieren. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung sofort probiert und auch gleich bestanden. Danach absolvierte sie die Meisterklasse für Malerei und Grafik an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Hörer von Musik und vor allem auch beim Malen ist Musik für mich extrem wichtig und fließt auch deutlich in das jeweilige Bild mit ein. Manche Bilder male ich zu einem bestimmten Musikstück. Schwerelosigkeit und Schweben und Fliegen ist für mich sowas wie der Urzustand des Menschen und es ist das, woher wir kommen und wo wir letzten Endes wieder hingehen in diese Unendlichkeit des Universums. Und das ist daher für mich ein extrem friedlicher und erwünschenswerter Zustand. Vögel sind da zum Beispiel in den Bildern dann auch ein Symbol dafür. Da wo Personen zum Beispiel selber nicht schweben, da ist der Vogel dann so ein Stellvertreter dafür. Jeden Tag, auch am Wochenende, von der Früh bis am Abend. Noch bevor ich mich an die Staffelei setze, fange ich schon an, darüber nachzudenken, wie die nächsten Malschritte sind. Also oft schon am Abend im Bett für den nächsten Tag. Also ich male eigentlich auch im Kopf die ganze Zeit, ständig. Seit 2000 lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in der Nähe von Wien. Unzählige Ausstellungen führten sie durch Europa und die USA. Seither erhielt sie etliche internationale künstlerische Auszeichnungen und zählt heute zu den profiliertesten figuralen Malerinnen Österreichs. Ich freue mich sehr, dass wir eine junge Künstlerin aus Österreich, die figurativ arbeitet in der Tradition des Wiener Fantastischen Realismus, bei uns hier in der kleinen Galerie ist. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Etwas Einmaliges, was ihr gelingt. Und wenn es Sinn und Zweck von Kunst ist, zu bewegen, so kann man sagen, es gelingt dir. Wichtige Einflüsse auf ihr künstlerisches Werk lassen sich vor allem in der Psychologie, aber auch der Literatur und Philosophie finden. Durch Alice Miller zum Beispiel habe ich viel Konzentration auf die Kindheit gelegt und auf die Entdeckung von emotionalem und auch körperlichem Missbrauch in der Kindheit, der neben sexuellem Missbrauch ein Aspekt ist, der unser ganzes Leben beeinflusst. Und extrem viele Menschen sind in irgendeiner Form davon betroffen, ohne das überhaupt selber zu wissen. Und das ist was in vielen meiner Bilder vorkommt, wo ich immer wieder Erfahrungen mache, dass Menschen, die dann diese Bilder sehen, Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit plötzlich hervorkommen. Diese Konfrontation in einem meiner Gemälde ist dann eine extreme Befreiung für viele Menschen. Für mich ist das auch so, dass dadurch dann emotionale Erlebnisse aus der Kindheit sowohl szenisch als auch rein gefühlsmäßig an die Oberfläche kommen. Und das ist auch für mich dann ein reinigender und heilender Prozess. Und das ist, finde ich, total toll, dass Kunst, also jede Art von Kunst, Musik auch, das kennt vielleicht jeder in der einen oder anderen Weise, dass Kunst für ihn heilend sein kann. Die Darstellung der Frau in der Kunst ist ja meistens eine männliche. Das heißt, die meisten Künstler waren und sind auch heute noch Männer. Und die Darstellung der Frau ist in den meisten Fällen eine rein auf erotische Aspekte beschränkte Darstellung und reduzierte Darstellung, die Person dahinter nicht wahrnimmt. Für mich ist es das Wichtigste, wenn ich Frauen male, dass ich zu 100% auf die Person eingehe und versuche, diese Person zu zeigen und darzustellen und das ganze Spektrum, das in dieser Figur ist, herauszukitzeln und darzustellen.
Da ich selber eine Frau bin, ist es für mich natürlich auch ein Aspekt, dass ich sprechender finde, wenn ich mich über eine Frauendarstellung ausdrücke, weil mir das einfach vertrauter ist. Ich sehe in meinem Inneren ein Bild wie eine bewegte Szene oder wie einen Film ein bisschen. Der gestalterische Vorgang, der maltechnische Vorgang ist dann der, wie ich diese Szene in eine Zweidimensionalität bringe. Die technische Ausführung ist natürlich extrem wichtig, weil nur dann, wenn man die Technik beherrscht, kann man auch adäquat das ausführen, was man sagen möchte und zeigen möchte. Wobei natürlich der Inhalt das Allerwichtigste ist und alle anderen Aspekte überlagert. Das ist dann sozusagen der Schnittpunkt zur kontextuellen Malerei, wo aber eben das Textuelle wiederum nicht über dem Bild stehen sollte, sondern meiner Meinung nach die Bildsprache im Zentrum steht, weil es für mich eine eigene Art von Kommunikation ist. Sie setzt dabei ihre Innenbilder durch die Akzeptanz der Wesenssubstanz von Malerei um und ist mutig genug, aus der reichen Tradition zu schöpfen, ohne zu kopieren. Die Lasurmalerei besteht eben aus mehreren Schichten, die durchscheinend sind, übereinander. Das letztendliche Farbergebnis ist eine Kombination aus diesen etlichen Schichten, die übereinander liegen. Das heißt, man muss immer vorausdenken, was man am Schluss für einen Farbeffekt haben will. Ich male hauptsächlich auf Leinwänden, auf sehr feinen. Und hier zum Beispiel male ich auf einer Alu-Diffond-Platte. Da habe ich schon einige Materialien ausprobiert, vor allem auf Kupfer male ich sehr gern. Und eben auf anderen Metallen auch. Das ergibt einen spannenden Kontrast zu der Ölfarbe. Wenn ich ein Bild fertig habe, dann gebe ich die Interpretation an den Betrachter frei. Das heißt, das Bild soll ein Assoziationsraum für den Betrachter sein, wo er seine eigenen Emotionen, seine eigenen Themen in das Bild spiegeln kann. Und dadurch wähle ich zum Beispiel auch Titel, die nicht einen zu engen Text vorgeben, sondern eine Inspiration sind für die eigenen Gedankengänge des Betrachters. Jolanda Richters Werk ist vielschichtig. Hier gibt es noch vieles zu entdecken.